Hallo und herzlich willkommen zu unserer Guten Morgen Yoga Flow Stunde. Ich bin Jenny, das ist Jasmin, das ist Zera und wir begleiten euch heute 12 Minuten lang durch eine kleine dynamische Einheit, um den Morgen zu begrüßen. Was ihr dazu braucht, ist einmal natürlich euren Hund, dann euch selber die Bereitschaft, 12 Minuten in einer ruhigen Ecke bei euch zu Hause auf der Matte zu verbringen. Und wenn ihr mögt, könnt ihr gerne, ich nehme hier gerne einen Yoga-Block, ihr könnt aber auch gerne eine Decke euch einrollen oder ein Kissen nehmen, um euch etwas höher zu polstern. Genau, und dann würde ich sagen, let's Yoga! Wähle einen bequemen Sitz, rufe deinen Hund zu dir. Setz dich aufrecht, roll einmal deine Schultern nach hinten, atme tief ein und durch den geöffneten Mund wieder aus. Finde Aufrichtung in der Wirbelsäule. Du darfst gerne deine Augen geschlossen halten. Finde Kontakt zu deinem Hund. Lenke deine Aufmerksamkeit zu deinem Atem. Beobachte, wie dein Atem von ganz alleine fließt. Du musst dafür gar nichts aktiv tun. Komme hier erst einmal in Ruhe an. Bei dir. Mit deinem Hund bei eurer gemeinsamen Yoga-Praxis. Und dann nimm nochmal 2 tiefe Atemzüge für dich. Soweit bist, öffne deine Augen. Tippe mit den Fingerspitzen auf deine Schultern und beginne langsam deine Schultern zu kreisen. Sehr gut. Dann wechsle die Richtung. Spüre, wie wir hier unseren Schulterbereich mobilisieren und aufwärmen. Dann löst das Ganze langsam auf und setze dich im Schneidersitz vor deinen Hund. Finde noch einmal Aufrichtung. Berühre deinen Hund mit der linken Hand. Atme ein, hebe den rechten Arm über deinen Kopf, führe deine Hand zur linken Gesichtshälfte und ziehe ganz sanft deinen Kopf zur rechten Seite. Bleib im Kontakt mit deinem Hund und spüre die Dehnung in der seitlichen Halsmuskulatur. Löse deine Hand langsam und schiebe mit deiner Hand deinen Kopf ganz sanft in eine neutrale Position. Berühre deinen Hund mit der rechten Hand, hebe den linken Arm über den Kopf zur rechten Gesichtshälfte und ziehe den Kopf ganz sanft dann nach links. Sehr, sehr gut. Dann löse das Ganze langsam wieder, schieb den Kopf zurück. Und berühre wieder deinen Hund. Sehr gut. Du bleibst im Schneidersitz vor deinem Hund. Hebe die Arme dynamisch nach oben.
Dreh deinen Oberkörper nach rechts. Senk die Arme vorne und hinten ab. Deine linke Hand berührt deinen Hund. Die rechte Hand ist hinter dir aufgestellt. Bleibe schön aufrecht in der Wirbelsäule und hebe die Arme wieder nach oben. Drehe deinen Oberkörper zur linken Seite. Setz die Arme wieder vorne und hinten ab. Rechte Hand bei deinem Hund, linke Hand hinter dir. Hebe deine Arme wieder nach oben. Dreh den Oberkörper wieder nach rechts. Senke die Arme ab. Sehr gut. Und dann heb sie nochmal nach oben. Dreh dich nochmal zur anderen Seite. Senk die Arme wieder ab. Du weißt, wie es geht. Ein letztes Mal. Arme heben. Oberkörper nach rechts drehen. Arme senken. Und das letzte Mal zur anderen Seite. Hebe deine Arme. Dreh dich nach links und senk deine Arme. Sehr gut. Dann heb die Arme wieder nach oben, komm zurück zur Mitte und senk die Arme über die Seiten ab. Komm von hier aus in den neutralen Vierfüßlerstand. Dein Hund kann vor dir auf der Matte bleiben. Deine Hände befinden sich unter den Schultern. Die Finger sind weit aufgefächert. Deine Knie befinden sich parallel zu den Hüftgelenken. Sehr gut. Wir üben Katze-Kuh. Ziehe deinen Bauchnabel und deinen Bauch ein, runde deinen Rücken in den Katzenbuckel und wechsle fließend zurück ins Hohlkreuz. Der Kopf hebt sich. Katzenbuckel und ins Hohlkreuz, in die Kuh. Mach das ein paar Mal und mobilisiere hier deine Wirbelsäule. Und lockere deine Muskeln. Dann finde in den neutralen Vierfüßlerstand. Hebe deinen rechten Arm nach oben. Pulsiere hier dreimal und fädel den rechten Arm durch den linken hindurch. Lege dich auf deine rechten Schulter und Gesichtshälfte ab. Und dann komme zurück. Den rechten Arm wieder heben. Dreimal pulsieren und fädel den Arm wieder durch den linken Arm hindurch. Lege dich auf rechter Schulter und Gesichtshälfte ab. Und wenn du kannst, greife dann mit dem linken Arm über deinen Kopf zu deinem Hund. Berühre ihn, streichel ihn. Spüre hier die intensive Dehnung im Schulterbereich und die Länge im Rücken. Dann stell deine linke Hand wieder auf, drück dich zurück nach oben in den neutralen Vierfüßlerstand. Hebe den linken Arm nach oben, dreimal pulsieren und fädel ihn durch den rechten Arm. Linke Schulter und linke Gesichtshälfte ablegen. Komm dynamisch wieder nach oben, pulsiere dreimal und fädel deinen Arm wieder durch den rechten Arm hindurch. Lege dich auf der Schulter und Gesichtshälfte ab, fasse mit der rechten Hand über deinen Kopf und berühre sanft deinen Hund. Finde den Kontakt zueinander. Spüre die Länge im Rücken und die Dehnung im Schultergürtel. Dann stelle deinen rechten Arm wieder auf und komm in den neutralen Vierfüßlerstand zurück. Runde deinen Rücken, schiebe dich auf die Fersen und fließe dynamisch mit leichtem Hohlkreuz nach vorn zu deinem Hund. Runde deinen Rücken, schieb dich zurück und fließe mit leichtem Hohlkreuz wieder nach vorn zu deinem Hund. Es bleibt dynamisch. Rücken runden, auf die Fersen. Nach vorne fließen. Rücken runden, Fersen nach vorne fließen. Runde deinen Rücken und diesmal bleibst du auf den Fersen. Greif nach vorne zu deinem Hund. Lege deine Stirn zum Boden. Und bleibe hier noch für zwei Zwischenatemzüge in der sogenannten Kindsposition. Und wenn du dann soweit bist, kommst du ganz langsam wieder nach oben zurück in den neutralen Vierfüßlerstand. Sehr gut. Dann stülpe deine Füße um und drücke dich kraftvoll mit dem Gesäß nach oben. Dein Rücken ist lang. Bleibe hier im dynamischen, herabschauenden Hund. Bewege deine Füße.
Die Fersen streben abwechselnd Richtung Matte. Dein Kopf ist zwischen deinen Armen. Dann komme langsam in den statischen herabschauenden Hund. Schiebe dein Gesäß und dein Rücken noch einmal nach hinten oben. Halte hier kurz. Und dann schieb dich hier langsam nach vorne in den Yoga-Liegestütz. Spanne deinen Bauch und dein Gesäß an und bleibe hier ganz statisch für einen kleinen Augenblick. Dann schieb dich zurück in den herabschauenden Hund. Und schieb dich dann von hier aus noch einmal nach vorne in den Yoga-Liegestütz. Bauch und Gesäß sind angespannt. Und dann schieb dich hier wieder zurück in den herabschauenden Hund. Und dann komm langsam mit deinen Füßen nach vorne zu deinen Händen und zu deinem Hund gewandert. Und dann bleibe hier noch für einen Moment in der Vorbeuge. Deine Beine kannst du gerne anwinkeln. Deinen Rücken entspannen, den Kontakt zu deinem Hund finden, kuscheln, genießen. Sehr, sehr schön. Bleibe hier noch für einen Zwischenatemzug. Und wenn du dann soweit bist, rolle ganz langsam Wirbel für Wirbel nach oben. Komm ins Stehen. Roll die Schultern nach hinten. Finde Aufrichtung in der Wirbelsäule. Stell deine Beine hüftbreit auf. Lass die Hände neben deinem Körper hängen. Schließ die Augen. Und spüre einmal hier in der Berghaltung nach. Wie fühlt sich dein Körper an? Wie fühlst du dich? Atme nochmal tief ein und aus. Nimm die Hände vors Herz. Bedanke dich bei dir selbst. Bedanke dich bei deinem Hund. Wir bedanken uns, dass ihr beim Doga mitgemacht habt. Namaste.